Kommen wir da hoch? Nee. Ah! Verdammt. Nee, geht's gar nicht hoch. Okay. Hier ist ein leerer Raum, leeres Gebiet. Gehen wir hier mal drauf. Ach, damit öffnet sich dann die blaue Tür. Okay. So, ich habe gerade eben Energie gesammelt. Warum ist jetzt wieder alles weg? Es ist halt schon richtig mies hier auf einem kleinen Gebiet mit so einem Riesen. Ah gut, ich kann mir es nicht aussuchen. Au. Au, 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 au. Ihr sterbt, wenn ihr euch widersetzt. So, jetzt können wir wieder auf ihn drauf. Schön seinen Kopf runterhämmern. Ja, Zeit zurückdrehen. Und die Lebensregeneration ausschalten. Oh, getötet. Ja. Sehr gut. Okay, ab zurück zur blauen Tür. Also es ist richtig turbulent, wie das hier zur Sache geht. Wirklich extrem. Der Schatz. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Es ist richtig strange irgendwie, wo der versteckt ist. Na, vielleicht kommen wir da noch hin. Mal gucken. Okay, dann müssen wir hier durch den blauen Eingang, um das Riesentor zu öffnen, oder wie? Es lauern überall Gefahren. Die Feinde sind überall. Der Tod lauert hinter jeder Ecke. Nach der Invasion begann das Chaos, eine neue Armee aus der Bevölkerung Dragonlands zu formen, deren wichtigster Bestandteil die Drachen selbst waren. Doch die Frage ist berechtigt, wie das Chaos das Gebiet derart mächtiger Kreaturen wie der Drachen so leicht unterwerfen konnte. Die Antwort darauf ergibt sich aus einem tieferen Verständnis der Persönlichkeit des Hüters und den speziellen Fähigkeiten, die ihn zu einem herausragenden Eroberer machen. An Orten wie diesem drängen sich einem solche Gedanken einfach auf. Okay, der Schatz da hinten wird uns immer noch angezeigt. Oh, was haben wir denn hier? Ah, oh, ne, jetzt schon wieder so ein Raum hier. Ach Gott. Aha. Sie geht nicht runter. Sie müssen den Mechanismus beschädigt haben. Na toll. Aber Hauptsache sind Korallen aufgetaucht. Hier dürfte nichts mehr liegen. Hoffe ich mal. Ich gehe einfach mal raus, weil... Ja. Unser guter alter Freund, der Chaosschlitzer. Wo steht er denn? Ist er rausgegangen? Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall weg.
Ich weiß gerade wirklich nicht, wo der Chaos-Schlitzer ist. Er scheint aber nicht in der Nähe. Wow. Okay, es scheint noch jemand hier zu sein, der Klein erledigt. Ah, das wollte ich nicht. Dankeschön. Den Schatz wollen wir schon mitnehmen. Kristallträne. Feindliche Feuerangriffe bewirken weniger Schaden. Was hat mit drin? Ja, komm. Au. Schnell runter. Und rein da. Wow. Aua. Sind immer noch angegriffen von dem Dummen. Ah. Egal. Erstmal den hier. Und dann den hier. Meine Güte. So. Weg ist frei. Vorwärts. Ah. Los geht's. Ah, wir haben, ich hoffe, wir haben es bald geschafft hier mit dem Ganzen. Werden wir dann doch zu anstrengend. Was haben wir hier? Oh, das sind verdammt viele. Aber dann bin ich dieses Mal jedenfalls schneller als die Ätherwächter. Ah, das sind noch mehr. Okay. Okay, ja, das sind wirklich sehr viele. Aber die bewegen sich zum Glück nicht. Das macht sie als Ziel etwas attraktiver. Das sind ja auch nicht wirklich zielgenau, die Kleinen da. Wow. Ah, okay, ich wurde doch getroffen. Ach, da oben ist noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Okay, noch vier Stück. Wenn das stimmt, wäre das ja mal sehr gut. Noch drei ungefähr. Ach Gott, Munition ausgegangen. Schon wieder getroffen worden. Das war's. Ach Gott, ey. Kaum sagt man, dass man fertig ist, und kriegt man schon das wieder. Chaos wird nie aufgeben. Schon wieder auf den Kopf gehauen hier. Gott, ey, geht mal weg von mir. So, erledigt auf jeden Fall. So. Also bei den zwei Großen muss ich mir dann irgendwas einfallen lassen. Ey, wo kommt denn die alle her? Wie viel Schaden machten die ja alle? Oh Gott. Okay, den einen kann man nur damit zurückstoßen. Ich glaube, ich wechsle mal mein Gewehr auf das Maschinengewehr. Bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, es wird mir dann doch einige Vorteile bringen. Vor allem jetzt auch gegen den. Au.
Geht mal weg von mir. Wow, das war knapp. Komm, noch der eine da hinten. So, jetzt die zwei großen. Okay, da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Sehr gut, der müsste jetzt ein bisschen Damage gekriegt haben. So, das Ganze nochmal. Jawohl. Da ist er weg. Das war Nummer 1. Okay, jetzt kommt Nummer 2. Wir haben auf jeden Fall mit eins der größten Übel auf jeden Fall bestanden. Und das war's. Oh Gott. Auf jeden Fall herausfordernd, dieses Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Was haben wir denn hier hinten? Ah, ein Weg, der erstmal nicht weitergeht und eine Seite. Wir könnten parasitäre Organismen als Beispiel nehmen, doch im Falle des Chaos ergebe das keine sehr schlüssige Definition. In seinen Reaktionen trägt es durchaus parasitäre Züge, doch seine Handlungen lassen eher an Spiritualität oder Magie denken. Die Geschichte der Drachen, die versuchten, ihr Land zu retten, erzählt uns einiges über die Art der Macht, die das Chaos hat. Sie wirkt sich nicht nur auf die Physiologie niederer Wesen aus, sondern auch auf den Geist höher stehender Kreaturen wie der Drachen. Diese Macht steuert sie und lässt sie wie das Chaos selbst denken. Schatz ist nicht in der Nähe. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Weg. Ich denke mal, da kommen wir gleich hin. Das mal hier lang. Jetzt schon wieder. Oh mein Gott. Das ist doch verrückt. Das ist verrückt, ja. Und das noch mit diesem Zeitlupentempo. Wir können uns frei bewegen, wenn da so ein Ding drum gemacht wurde. Ah. Ich wäre genau durchgerannt, wenn man nicht durchrennen soll. Okay, eins geschafft. Ah, da muss ich springen. Wow, oh Gott, wir haben schon das geschafft. Alter. Das war strange. Okay, hier muss ich... Oh Gott. Oh, das war gut. Und das Ding hat mich nochmal zurück. Klar.